So, meine Damen und Herren, wir befinden uns jetzt hier am Place du Marc. Die Straßenschilder hier in Straßburg sind zweisprachig. Einmal in Französisch und einmal auch in dem dort vorherrschenden deutschen Dialekt. Wir gehen jetzt eines der zahlreichen Gassen entlang bis zur Kathedrale. Und wie ihr zweifellos hören könnt, tobt hier schon das Leben. Hier seht ihr bereits den Turm zur Kathedrale. Und in dieser Kathedrale befindet sich auch eine astronomische Uhr, die nur einmal am Tag schlägt. Allerdings ist es sehr schwierig, hier hineinzugehen, denn dort ist es gewöhnlich überaus sehr beliebt. Und so würde ich sagen, begnügen wir uns eher mit einem kleinen Rundgang durch die verschiedenen Gassen und Straßen hier in Straßburg. Auch hier seht ihr wieder die vorherrschende Architektur, nämlich den Fachwerkbau. Überall, wo man hinkommt, werden Flammkuchen angeboten, aber auch zahlreiche Weinstuben kennzeichnen die einzelnen Gassen. Wie man sieht, hier in Straßburg muss so schnell niemand verhungern. Auch für reichlich Wein aus dem Elsass ist hier gesorgt. Dann sind wir hier in der Courvigasse, Rue du Macon. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auch hier wieder ein Restaurant reiht sich an das nächste. Es ist erstaunlich beliebt hier, obwohl wir uns immer noch in der Nebensaison befinden. Ich denke, so gegen Mitte Juni werden die Tourismusströme erst so richtig einsetzen.
Hier sind wunderschöne Lüftelmalereien zu sehen. Die Fassaden sind sehr schön, sehr gepflegt. Wir gehen jetzt erstmal weiter bis zum Domplatz. Hier befindet sich das Postamt und hier sehen wir auch schon einen Teil des Doms. Er ist wirklich gewaltig, aber seht gerne selbst. Man möchte beinahe meinen, der Turm will überhaupt nicht mehr enden. Gebaut ist dieser wie viele andere Kathedralen offensichtlich aus Sandstein, hier in diesem Fall aus rötlichem Sandstein. Ich versuche jetzt ein wenig den Dom zu umrunden. Wie ihr feststellen könnt, das ist gar nicht mal so einfach, er ist einfach gewaltig. Besonders beeindruckend, das möchte ich euch nicht vorenthalten, ist diese Rosette. Eine derart große Glasfläche zu damaliger Zeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich ein architektonisches Wunder war. Und ich bin mir sicher, auch heutzutage ist es für unsere Architekten eine Herausforderung, ein Kunstwerk dieser Größenordnung zu schaffen. Noch ein wenig weiter. Wir machen noch einen kleinen Schwenk nach links zu einem der nächsten großen Fachwerkhäuser. No. In Straßburg sind wie in vielen anderen Großstädten schon beinahe üblich zahlreiche Bettlerbanden unterwegs. Deswegen unbedingt gleich abwehren, wer weiß, was sie letzten Endes im Schilde führen. Eigentlich wollte ich jetzt mit euch zusammen in den Dom hineingehen, doch muss ich erneut feststellen, auch hier ist offensichtlich das Fotografieren und Filmen im Innenraum leider untersagt. Deshalb werde ich mit euch noch einen kleinen Rundgang um den Dom herum machen. Im Übrigen, um nicht zu vergessen, auch das Tourismusbüro befindet sich am selben Platz des Domes, ist also nicht schwer zu finden. Genauso wie das Fenster, so ist auch das Hauptportal monumental. So zahlreich wie der gesamte Dom geschmückt ist, wie der ausgearbeitet ist, selbst wenn man sich in Superlative versucht und sei das Vokabular noch so groß, es erschöpft sich in Windeseile.
hin wieder muss ich ein bisschen ausweichen, denn die Menschenmassen werden allmählich immer größer. Ja, ich würde vorschlagen, wir sehen uns dann später nochmal. Heute Abend gehen wir ja zum Flammkuchen essen ins Restaurant Storch, so heißt das übersetzt. Das befindet sich irgendwo hier in diesem Gebäude, das ihr hier sehen könnt. Also dann sehen wir uns später nochmal. Rüber.